Wir kochen jetzt und zwar machen wir Kartoffeln im Ofen. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Der letzte Vlog in 2018. Sehr krass, das Jahr hat einfach Schnipp gemacht und was vorbei. Aber es sind auch richtig viele coole Sachen passiert. Wir hatten sehr schöne Weihnachten und frühstücken jetzt. Fabi kommt gleich vorbei von Neuseeland. Nicht von Neuseeland, natürlich. Aber den ihr in Neuseeland kennengelernt habt, den, der uns da besucht hat und sowas. Und dann wollte ich eigentlich mit ihm Fahrrad fahren gehen, aber draußen ist es so kalt und so ekelhaft. Deshalb gehen wir, glaube ich, nicht Fahrrad fahren. Marie hat gerade noch zu Recht angefügt, dass es ja normales Wetter im Dezember ist. Also es ist kalt, aber das ist auch normal im Dezember natürlich. Und gestern war es halt irgendwie sehr sonnig und dann habe ich gedacht, ah ja, vielleicht könnte man ja Fahrrad fahren gehen, weil ich auch ein paar gesehen habe, aber ja, ist eigentlich auch eine dumme Idee. Wobei die Sonne gerade so ein bisschen rauskommt da oben. Und so ein bisschen blau kann man auch sehen. Dem geht's auch besonders gut. Gell? Was? Du freust dich auch wieder, dass wir vloggen, gell? Wir gehen jetzt Fahrrad fahren, aber nur zur Boulderhalle. Das wollte ich schon ewig mal machen, bouldern, also so klettern ohne Sicherung. Da kann man halt so 2, 3 Meter, 4 Meter, ich weiß gar nicht wie hoch, dann da hochklettern und drunter sind überall so Matten, wo man halt dann sich runterfallen lassen kann oder auch nicht. Handschuhe anziehen. Ich habe nur so dünne, aber die sind nicht perfekt. Ich glaube, die habe ich mal von Mama gestohlen. Hallo auch mal von mir, dem blühenden Leben. Was ist mit meiner Stimme los? Ich habe die Weihnachtstage einigermaßen gut überstanden und mein Immunsystem hat jetzt auf den letzten Metern leider ein bisschen schlapp gemacht. Ich glaube, ich habe mir den Zug geholt. Also wir haben bei meiner Schwester übernachtet und wir haben so direkt unterm gekippten Fenster geschlafen. Irgendwie muss ich mir das mal abgewöhnen. Ich habe so einen Spleen, dass ich am liebsten mit offenem Fenster schlafe. Und wenn man nicht so direkt mit dem Kopf dran liegt, dann ist das auch voll okay, finde ich. Aber jetzt lagen wir mit dem Kopf unterm offenen Fenster und irgendwie hat mir das nicht so gut getan. Ich bin mit Halsschmerzen aufgewacht und so weiter. Das war am Mittwoch, heute ist Samstag. Und dann habe ich direkt Ortomol genommen und zu Hause habe ich mir eine Reishi-Milch gemacht und so weiter. Aber ich konnte mich da nicht so richtig ausruhen. Wir waren dann abends noch bei Alex' Großeltern zum Essen eingeladen, was richtig schön war. Aber ich glaube, besser für mein Immunsystem wäre gewesen. Ich hätte mich hingelegt und nichts mehr gemacht. Ja, auf jeden Fall dann am nächsten Tag hatte ich immer noch Halsschmerzen und auch so ein bisschen Gliederschmerzen und so. Und habe jetzt die letzten beiden Tage sehr ruhig gemacht. Und jetzt habe ich einen komischen Husten bekommen. Also ich klinge, als wäre meine Nase total zu und meine Nase ist offen. Also hier ist alles offen. Es hängt hier. Ist so ganz merkwürdig. Und deswegen klinge ich so, als hätte ich eine Käsereibe gegessen. Ich weiß nicht, was da los ist. Meine Mama war auch mega krank oder die hat jetzt schon seit vielen Wochen so einen richtig hartnäckigen Husten. Und ich glaube, weil ich dann auch die ganze Zeit bei ihr gewohnt habe, da habe ich mich so ein bisschen angesteckt. Und dann dieses offene Fenster hat dem Ganzen dann einfach noch so, das war so das I-Tüpfelchen sozusagen. Naja, jetzt sitze ich hier mit Tee und da hinten steht Hustenlöser und sowas rum. Und ich versuche mich schön auszukurieren, um dann wieder fit zu sein. Und ja, muss mal schauen, irgendwie, mein Immunsystem war dieses Jahr nicht so auf der Höhe. Also ich war nicht so richtig lange krank, außer dieses eine Mal im März, wo ich echt eine Woche im Bett lag. Ansonsten aber habe ich immer mal so ein paar Tage so gekränkelt. Es war immer so kurz und intensiv, hatte ich das Gefühl. Also es war jetzt nicht so, dass ich über Wochen irgendwas mit mir rumgeschleppt habe. Aber es kam und dann war es so mit Knall da, irgendwie irgendwas, eine Erkältung. Eigentlich war es auch immer nur Erkältung, ne? Und dann auch wieder weg. Aber das gefällt mir nicht. Da muss ich mal checken lassen, was da los ist. Ich werde auf jeden Fall im nächsten Jahr, Vorsatz fürs nächste Jahr, eigentlich mache ich mir keine Vorsätze, aber mein Vorsatz ist auf jeden Fall mal so Arzttermine ein bisschen gründlicher wahrzunehmen, mal ein großes Blutbild machen lassen und einfach mal so rundum checken lassen. Vielleicht fehlt mir irgendwas oder ich weiß nicht. Ja, genau. Und ich hoffe natürlich, ihr hattet auch schöne Feiertage und habt die Zeit irgendwie schön verbracht, wie auch immer. Bei mir steht heute auf dem Plan, dieses Chaos beseitigen, you see this. Ja, das sind noch irgendwie, was ist das eigentlich alles? Hier, Geschenkbändel, von denen habe ich nämlich wieder einige gesammelt jetzt an Weihnachten.
Ja, und einfach so ein bisschen noch Geschenke aufräumen und solche Sachen. Und dann möchte ich heute das Geburtstagsgeschenk für meine beste Freundin fertig machen. Die hat nämlich am Montag Geburtstag und wir fahren morgen schon nach Hause, also am 30. Also nach Karlsruhe zu meiner Familie. Und dann werde ich noch einen Laptop von meinem Opa, den ich mal von ihm geliehen habe, wieder fresh machen und ihm wieder mitbringen, weil er den braucht. Und ja, ansonsten einfach gemütlich machen. Oh, und einkaufen müssen wir. Weil ich bin wieder mal für den Nachtisch zuständig, diesmal aber an Silvester. Genau, ich möchte ein Tiramisu machen. Jams. Ja, und dafür müssen wir noch was bisschen shoppen. Und hier bin ich im Café Kraft in Stuttgart-Vaihingen. Sieht sehr cool aus. Das ist übrigens doppelstöckig. Also da oben ist nochmal genau das gleiche wie hier unten. Kommt, zieh dich rüber. Und es gab nur noch Schuhe in Größe 42 und ich habe eigentlich 43, so 43, 44 und die tun so weh, meine Füße. Wir haben jetzt hier eine Route ausgesucht. Fabi, wir gehen hier immer da, wo die Hände sind, an diesen Griffen, da geht's los. Und wo geht's lang? Hier einmal irgendwie drumherum und irgendwo hier. Da ist das Ziel. Ach du Schande. Good luck! Ja, hier, der ist, glaube ich, richtig gut. Sehr gut. Langlassen. Ich habe übrigens zum ersten Mal was bei Armed Angels bestellt und irgendwie haben die Adresse nicht richtig draufgeschrieben, deswegen musste das aufgemacht werden und nachverpackt und hat deswegen mega viel Klebeband drauf. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wie ihr sehen könnt, schicke ich es zurück, denn nichts davon hat gepasst. Und ich finde es richtig schade. Ich habe mir so eine, wie nennt man denn diese Hosen? So ein bisschen so eine schicke Jogginghose bestellt, die einfach so ein schickeres Bein hat und oben aber einen Gummizug, weil ich das voll gerne mag, so zum Daheimarbeiten. Was ist los heute mit mir? Und da wollte ich mir gerne so eine faire Hose bestellen. Die letzte, die ich habe, die ist von Only und die ist halt mega bequem. Und die war mir aber irgendwie zu klein. Also die war so mega eng. Obwohl ich immer eigentlich die gleiche Größe in Hosen trage. Und das ist aber kein so ein Stretchstoff. Und deswegen hat die an den Oberschenkeln so gespannt, wenn ich mich hingesetzt habe. Und dann habe ich mir noch zwei Jeans bestellt. Also ich habe drei Hosen bei Armed Angels bestellt. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, das ist eine Menge Geld. Ich dachte mir so, wenn die passen, dann ist es halt richtig cool, weil dann habe ich jetzt einfach wieder coole Hosen und muss nichts Neues kaufen und so. Und die Jeans, die saßen oben perfekt. Jeans sind mir am Bein eigentlich immer zu lang, das ist gar kein Argument. Aber die war am Knie zu weit. Und zwar nur am Knie. Und zwar beide Jeans, die ich mir bestellt habe. Das fand ich ziemlich merkwürdig, muss ich sagen. Und die haben halt keinen Stretchanteil. Und irgendwie habe ich damit nicht gerechnet, beziehungsweise ja, hätte mir eigentlich klar sein sollen, ich hätte ja auch einfach mal richtig lesen können, aber das sind beides High-Waist-Hosen und im Stehen ist es in Ordnung, weil wenn man sich hinsetzt und eine High-Waist-Hose anhat, die keinen Stretch-Anteil hat, also mir persönlich geht es dann so, dass es mir dann einfach alles abquetscht und dann wird mir immer schlecht. Deswegen sind die leider auch nichts und jetzt schicke ich alles zurück. Traurig.
bin wieder zurück vom Klettern. Es hat echt richtig Spaß gemacht. Ach, meine Unterarme tun so weh. Das ist krass. Das ist, geht so in die Unterarme. Irgendwann konnte ich auch einfach gar nicht mehr. Also es ging einfach nicht mehr. Ich habe es noch versucht. Und immer nach der Hälfte von der Route musste ich dann abbrechen und mich fallen lassen. Ah, ich freue mich schon, wenn wir wieder zusammen gehen, Schatz. Ja? Das ist echt richtig cool. Also wenn ihr irgendwie mal Bock auf was Neues habt oder sowas. Ich hab's ja auch noch nie. Ich hab's mal in Tübingen früher gemacht, aber jetzt seit ihr könnt mir sehr gerne sagen, wenn ihr irgendwelche Tipps habt für schwacharme Menschen. Ich wette, da draußen gibt's nämlich ganz viele. Die schwacharmen Menschen sind. Die Profi. Boulderer sind. Achtung. Ich habe aber herausgefunden, es waren noch einige Frauen da. Es ist sehr viel Technik. Es ist richtig viel Technik. Man muss, kann ich mir gut vorstellen. Man muss richtig nah einfach seine Hüfte an der Wand lassen und dann ist das gar nicht mehr so krass. Ich habe manchmal hange ich dann. Was? Das bedeutet ja, du musst dich irgendwie nah mit deinen Armen ranziehen. Ja, aber es gab auch echt Mädels, die hatten gar nicht so viel. Sahen jetzt nicht aus wie die Ultrabrecher. Ich glaube auch nicht, dass man. Guck dir alle Kletterer an. Die meisten sind, sehen nicht aus wie. Ja, man darf halt auch nicht zu viel wiegen. Eben. Es ist sehr viel Technik auf jeden Fall, die ich noch nicht hatte. Und auch ein bisschen Armkraft schon. Und schon, ja. Vor allem, wenn man halt dann oftmals rettet man es halt mit der Armkraft. Also ich habe viele Routen einfach gerettet mit der Armkraft, weil ich dann auch so, sobald man baumelt und die Füße verliert, weil anscheinend klettert man halt eigentlich viel mehr aus den Füßen. Also aus dem ganzen, ja, aus dem Fuß. Schwäbischen, nee, Bein, aus dem Bein. Und ich, jetzt habe ich es gerade. Ja, aus dem ganzen Bein drückt man sich sehr viel hoch. Ja, und das habe ich noch nicht so richtig gemacht. Und gerade ist hier großes Office. Ich versuche diesen alten Windows-PC Platz zu machen, denn den kriegt jetzt Maries Opa. Und das ist gar nicht so leicht, wenn man ewig lang schon Mac-Betreiber ist. Was machen Sie da Schönes? Hast du schon gezeigt, was das wird? Nein, ich bastel einen Gutschein. Für meine beste Freundin. Ja, genau. Das habe ich ja erzählt, dass sie Geburtstag hat. Und dann gibt's Zeit statt Zeug. Jetzt geht's Shopping. Ich freue mich mal wieder richtig zu shoppen. Wir müssen einiges einkaufen. Also nicht Klamotten, sondern Essen. Essen. Wir kaufen eigentlich immer nur Essen. Was brauchen wir denn für Neujahr? Für Silvester kaufen wir schon ein. Genau. Marie hat einen Plan geschmiedet. Habe ich vorhin erzählt, oder? Hast du erzählt? Dass ich ein veganes Tiramisu machen möchte? Nee, das hast du nicht erzählt. Ja, als du nicht da warst, weißt du doch nicht, was ich da erzählt habe. Aber das mit dem Tiramisu hast du mir doch erst vorhin gezeigt. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich den Plan nicht vorher schon hatte. Ach, den Plan hattest du schon mit dem Tiramisu. Ja. Ah, ich verstehe. Und dann will ich noch eine Käsesoße machen für Raclette am Montag / für heute Abend. Die dann bis Montag hält. Oh, fällt der Name gleich ab. Soll ich halten? Ja, bitte. Weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie meine Arme schmerzen. Das ist Wahnsinn. Ich bin echt ein Weicher. Ja, ich habe gedacht, durch die Ringe bin ich vielleicht ganz gut vorbereitet, aber es ist was völlig anderes, wenn man so in die Griffe sich... Ich werde das aber auf jeden Fall häufiger machen. Und dich bringe ich nämlich mit nächstes Mal. Ja, das mache ich dann. Das ist richtig cool, das ist richtig schön auch. Genau, jetzt gehen wir mal los, damit die Läden nicht alle gleich zumachen. Einmal Käse, oder zweimal? Zweimal, glaube ich. Den brauchen wir nämlich fürs Raclette und der ist echt richtig, richtig köstlich. Und sonst, ihr wisst, ich liebe es immer. Ja, zu schauen, was es so Neues gibt. Endlich bist du wieder da. Ich habe dich gesucht. Was? Ich war Zwiebeln. Hast du es gefunden? Ja. Zwiebeln, roten. Das ist es. Getrocknete Zwiebeln. Keine Ahnung. Ich glaube. Oh, ich werde angerufen, Papa. Hä? Tut mein Display nicht mehr. Mein Display tut nicht. Sehr merkwürdig. Jetzt habe einfach mein Display nicht getan und jetzt habe ich es entsperrt und jetzt tut es wieder. Komisch. Hallo, Pa. Mein Display hat irgendwie gerade nicht getan. Wieder zu Hause. Also irgendwie hat mein Handy jetzt wieder funktioniert. Keine Ahnung, was da los war. Wir kochen jetzt. Und zwar machen wir Kartoffeln im Ofen. Das habe ich das letzte Mal in der WG gegessen. Da hat es eine Freundin von einem WG-Mitbewohner gemacht und das ist so, man kocht die Kartoffeln erst so, teilweise sind sie geschält, weil da halt so, die Kartoffeln sind halt schon so geschossen, also da waren schon so Auswüchse dran und die habe ich dann einfach mit dem Schäler kurz weggemacht und deshalb sind sie so teilgeschält und jetzt kochen sie einfach, bis sie einfach durch sind, also man sticht da ja so mit dem Messer rein und wenn sie runterklipschen, dann sind sie eigentlich fertig, oder? Das macht man doch so. Ja, ja. Ja, genau. Und dann kommen sie in eine Glasform und da Marie gerade gemeint hat, wir brauchen die Glasform morgen für einen Nachtisch, denn was gibt's morgen?
Tiramisu. Genau, das dann auch schon für Silvester. Ach, och, ich bin so blöd, ich vergesse alles. Okay. da kommt auf jeden Fall dann die Kartoffeln rein, wenn sie gekocht sind und werden zerstampft. Und dann schneidet man noch Zitronenscheiben und Knoblauch. Das ist jetzt meine Erfindung. Ich glaube, das könnte ganz gut schmecken, weil es hat letztes Mal so ein bisschen so wie Meeresfrüchte geschmeckt. Und deshalb glaube ich, dass das ziemlich geil ist, wenn man dazu noch Knoblauch reinmacht. Und sehr viel Olivenöl, bisschen Salz und dann kommt es nochmal in den Ofen und wird sie überbacken. Und dann kriegen die Kartoffeln so eine Kruste nochmal. Also die Kartoffeln werden zu stampfen, dann kriegt der Stampf nochmal so eine Kruste und oh, köstlich. Und dann gibt es einfach noch Spinat. Wir wollten eigentlich frischen, aber den gab es nicht. Dann nehmen wir jetzt hier einfach Tiefkühlspinat. Und da kommt dann nachher so ein bisschen Sojasahne dazu und wird einfach gewürzt. Und dann haben wir immer noch vom Sommer irgendwie diese zwei Grillsteaks. Die machen wir jetzt, ich glaube, die sind auf jeden Fall noch gut, oder? Ja, die sind noch halt 12.01.2019, ja gut, aber gut, hält ja eh immer länger als das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich habe jetzt die Kartoffeln hier drin, die sind fertig gekocht und abgegossen. Und jetzt drücke ich die einfach hier mit der Gabel. Wenn ihr so einen Kartoffelstampfer habt, dann geht es natürlich auch gut. Das funktioniert auch voll gut so, gell? Ja, voll. Gerade frage ich mich auch, warum man den überhaupt braucht. Ich glaube, wenn man andere Kartoffeln hat vielleicht, nicht... So. Was waren das für welche? Festkochende, glaube ich, waren das, oder? Glaubst du? Weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Guck mal auf den Beutel im Flur. Tatsache, es waren festkochende Kartoffeln. Und was passiert jetzt? Jetzt nehmt ihr Olivenöl und werdet es einfach hier so drüber. Ruhig ordentlich viel. Das, ja, ist jetzt nicht so mega geil, aber... Schmeckt auf jeden Fall lecker. Und dann Knoblauch. Das ist jetzt die Kreation von mir. Mache ich einfach relativ viel. Ich glaube, das waren 15, die klein geschnitten wurden. Willkommen im Hause Manda. Aber das soll ja eher so jetzt noch Aroma abgeben. Und jetzt habe ich hier noch eine Zitrone klein geschnitten. Und dann legt man einfach hier noch so die Zitronenscheiben hier so rein. So. So. Lecker. Das ist übrigens auch das erste Mal, dass ich dieses Gericht esse. Und dann drücke ich die zwei Enden, die wir hier noch haben, einfach hier so ein bisschen drüber. Eieiei. Ach, ich habe vorhin den Drohnen abgekriegt. Entschuldigung. So, und zum Abschluss kommt noch ein bisschen Salz. Ich habe hier das Salz, das meine Schwester uns wieder zu Weihnachten geschenkt hat. Das haben wir letztes Jahr schon bekommen. War natürlich nach, ja, es hat schon ein halbes Jahr oder so gehalten. Aber jetzt haben wir es wieder bekommen, wieder aufgefüllt. Genau, das ist einfach so grobes Salz und da ist die Schale von 3 Zitronen drin, gell? Ja, Schale von 3 Zitronen und Rosmarin, glaube ich. Genau. Da tue ich einfach so ein bisschen grobes Salz. Ihr könnt einfach, keine Ahnung, grobes Himalaya-Salz oder irgendwas, was ihr da habt, nehmen. So, ich glaube, das reicht. Okay, Achtung. Ups. So, und jetzt in den Ofen. Und ich habe den Ofen so auf 200 Grad und Umluft plus Grill angemacht. Ihr könnt auch nur Umluft anmachen und dann extra grillen nachher noch, damit halt die Kruste schön wird. Etwa eine Viertelstunde später können wir die Kartoffeln rausholen. Ach, hast du versucht, dieses Spongebob-Ding nachzumachen? Oh, nee. Oh, geil. Lecker. Es hat so ein bisschen Meeresfrüchtegeruch, gell? Durch diese Zitrone. Soll ich den Topf zurück und dann kannst du das da hinstellen? Oh Gott, wie der Herd aussieht. Den bitte nicht beachten. Oh, oh. Professionell! Und ich stelle es hier drauf. Ist es nicht zu heiß für das Brett? I'm not sure about it. Yums! Geil, oder? Boah, sieht das gut aus. Oh mein Gott, lecker. Ich gehe mal nah ran mit der Nase. Geil, oder? Fettig und nach Knoblauch. Und so sieht die Geschichte jetzt angerichtet aus. Das ist die Käsesoße. Sieht mega aus, finde ich. Wir haben hier ein richtig geiles Abendessen, oder? Was meinst du? Richtig geil. Für alle, die fragen wollen bei der Käsesoße, könnt ihr auf dem Blog von Eatless wieder mal einfach schauen. Und das ist diese Grilled Cheese Sauce. Also ich habe die gefunden, indem ich in der Suche auf dem Blog einfach Raclette eingegeben habe. Und dann bei dem ersten Beitrag, da haben die das verlinkt. Lecker. Next morning. Guten Morgen. Wie haben dir die Kartoffeln geschmeckt? Oh, die waren so lecker. Das ist richtig, richtig geil. Vor allem mit der Zitrone.
Also das hatte echt so ein bisschen was von Meeresfrüchten. Ja, das ist so was, irgendwas Frisches noch. Und wir haben natürlich die Knoblauchzehen einfach gefälscht. Die waren nicht nur für den, für den Geschmack drin, also um die Kartoffeln irgendwie damit zu sagen. Come on. War sehr köstlich auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob wir immer noch danach riechen. Ja. Ich glaube nicht. Wir haben auch nur das halbe Ding gegessen übrigens. Bisschen mehr sogar als die Hälfte, was mich sehr erstaunt hat, weil das war fast ein ganzes Netz Kartoffeln. Ups. Ja, also eigentlich, weil wir wollten in einer Stunde schon Richtung Karlsruhe fahren. Jetzt frühstücken wir und danach müssen wir aber eigentlich auch noch die Kartoffeln essen, weil wir kommen ja erst am 1. wieder. Tricky, ja, deshalb filmen wir jetzt schnell die Endsequenz, dass ich die noch in den Vlog einfügen kann, weil den habe ich heute Morgen schon geschnitten. Und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Richtig. Kommt alle gut ins neue Jahr. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und bis nächstes Jahr! Ja! Jetzt kann man es endlich sagen. Woo, bis nächstes Jahr. Das einzige Video im Jahr, wenn man es sagen kann. Okay. Tschüss!